Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich 9. Okay, will mal eben los, Frühstück holen gehen. Schalt den Walkman an, zieh die Haustür ran, lauf die Straße entlang bis zum Kaufmannsladen. Denn da gibt's die allerbesten Brötchen weit und breit. Kann am Tresen kurz mal lesen, was die Zeitung schreibt. Irgendwas von einem Großangriff und zählige Bomben auf kleine Stadt. Viele Menschen ums Leben bekommen, die Werbung gleich gemacht. Ich zahle und verlasse den Bäcker, hör noch den Nachrichtensprecher. Lage mir mal dramatisch verschlechtert, heute fantastisches Wetter. Plötzlich gibt's einen Knall, tausend Scherben überall. Die Nachbarskatze hat zerwischt bei einem Verkehrsunfall. Der Anblick kann einem echt die Laune verderben. Was fällt diesem Mistvieh ein, hier genau vor meinen Augen zu sterben? Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen. Sagt wieso, beim Frühstück oder Abendbrot, die Frage worn so gnadenlos, an Tagen wie diese. Eine Million bedroht vom Hungertod, nach Schätzung in der UNICEF, während ich grad gesundes Obst wechseln in der Moulinex. Sehe ein Kind, in dessen traurigen Augen eine Fliege sitzt, weiß, dass das echt grausam ist, doch scheiße, Mann, ich fühle nichts. Was ist denn bloß los mit mir? Verdammt, wie ist das möglich? Vielleicht hab ich schon zu oft gesehen, man sieht's ja beinahe täglich. Doch warum kann mich mittlerweile nicht mal das mehr erschrecken? Wenn irgendwo Menschen an dreckigem Wasser verrecken. Dieses dumpfe Gefühl, diese Leere im Kopf, sowas kann uns nicht passieren. Und was wäre, wenn doch, um mich zerreißen die Fragen? Ich kann den Scheiß nicht ertragen, die anderen nichts mehr zu fressen und ich hab Steine im Magen. Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio. So schadenfroh an Tagen wie diesen. Niemand, der mir sagt, wieso. Beim Frühstück oder Abendbrot. Die Frage worn so gnadenlos an Tagen wie diesen. Was hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag passiert auf bestialische Art ein ganz brutaler Anschlag, bei dem 6 Leute starben. Die Verletzten schreien Namen, diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen. Und ich seh's noch genau, das Bild im TV. Ein junger Mann steht dort im Staub, fleht um Kind und Frau. Jetzt frag ich mich, wie ist es, wo sein Mann sein Kind verliert? Doch bevor sein ersten Geburtstag hat, doch das übersteigt meine Frust und Kraft. Vielleicht waren die Attentäter voller Hass für den Gegner. Vielleicht gab es Liebe für Familie und sie waren sogar selber Väter. Manchmal, wenn ich Nachrichten sehe, passiert mit mir etwas Seltsames. Denn auch wir sind Eltern jetzt und mein Kind in diese Welt gesetzt. Dann kommt es vor, dass ich Angst davor krieg, dass uns etwas geschieht. Dass man den verliert, den man liebt, dass es das wirklich gibt. Mitten in der Nacht werde ich wach und mit Schweiß gebadet. Steig ins Bett meiner Tochter und hör, wie sie ganz leise atmet. Absolute Wahnsinnsshow, im Fernsehen und im Radio.